Herzlich willkommen bei den Insider News. Heute geht es um Deckel. Und zwar habe ich euch dann Lieferanten aufgetan, Tokes USA. Und das Coole ist, die machen ja ganz viele ultraleichte und trotzdem sehr stabile Titansachen, vom Becher bis zum Topf, bis zum Geschirr, alles Mögliche. Und da habe ich natürlich gleich mal geschaut, was passt denn wo drauf und so weiter, damit ihr da gut zurechtkommt mit den Teilen und nicht auf Verdacht irgendwas bestellen müsst. Und da haben wir unseren Spezialdeckel. Dieser Spezialdeckel, der passt auf ganz viele Becher, die ihr vielleicht schon habt, super gut drauf. Und den haben wir für euch auch einzeln im Sortiment. Jetzt schaut mal, wir haben hier den Tatonka-Becher, den Henkelmack, die alte Version, da passt er drauf, aber er flutscht dann gerne ein bisschen raus, das macht aber gar nichts, vom Prinzip her passt er. Wenn ihr den neuen Tatonka-Becher habt, das erkennt ihr daran, dass da innen drin was eingraviert ist und wenn ihr dann die Rückseite anschaut, ist nichts zu sehen von der Füllmengenanzeige. Bei dem bisherigen alten Modell, da ist es durchgraviert, also das durchgestanzt, geprägt, wie auch immer. Und daran erkennt ihr den Unterschied zwischen dem alten Händelmark von Tatonka und dem neuen. Und bei dem neuen passt unser Titan-Spezialdeckel perfekt drauf. Ein wahrer Traum, also Deckelproblem vom Tatonka-Händelmark hiermit gepimpt, hiermit gelöst. Dann kommt natürlich schnell die Frage auf, ja, wie schaut es denn aus mit den anderen Becher, mit GSI? Und ja, kein Problem, auch bei den GSI-Bechern passt er gut drauf. Da ist er ziemlich satt. Feine Sache, perfekt. Und bei dem großen Bottle Cup, da passt er natürlich auch drauf. Also da passt er ziemlich locker drauf, wenn ich den jetzt umdrehe, fällt er runter. Aber er sitzt super gut drauf. Ja, dieses Deckelchen hat hier noch Löcher drin. Da könnt ihr Nudelwasser abgießen oder habt einen schönen Indikator. Wenn euer Wasser kocht, dann dampft es da schön raus. Soweit so gut. Soweit zu den Bechern. Wir sehen uns in alter Frische bei den Insider News. Bis bald.